Moin Moin, heute möchte ich euch den zweiten Teil meines Fantasy-Subs vorstellen, also die ungelesenen Fantasy-Bücher. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, werde ich den natürlich unten in der Infobox verlinken. Da habe ich bereits sechs Fantasy-Bücher vorgestellt, die hier leider noch ungelesen bei mir zu Hause rumliegen. Und heute soll es um weitere sieben Fantasy-Geschichten gehen, die ich unbedingt natürlich lesen möchte. Und wir beginnen mit einem sehr, sehr poetischen und märchenhaften Fantasy-Werk, und zwar dieses hier, die Papierprinzessin von Fabienne Siegmund aus dem Papierverzierer Verlag. Ich finde, es ist ein sehr besonderes Buch, optisch sowie wahrscheinlich auch inhaltlich. Man sieht hier halt ganz viele aufgeschlagene Bücher. Man sieht hier auch, ja, als wenn Papierschnipsel irgendwie abgerissen wären. Also scheint es irgendwie, ja, eine Welt aus Papier zu sein. Und natürlich hier auch die Prinzessin aus Papier. Und wir haben hier aber auch einige Farbtupfer, was ich total, ja, schön finde, wie so Aquarell, wo hier das, ja, so ein bisschen verläuft. Und auch der Klappentext ist wie auf Papierfetzen, geschrieben. Und diesen möchte ich euch natürlich jetzt auch einmal vorlesen. Und das Kind schrieb den Namen auf das Blatt Papier, nicht wissend, welche Macht Worte haben konnten. Es war einmal eine Prinzessin, ganz aus Papier. Sie trug Kleider so weiß wie ein unbeschriebenes Blatt. Das Land, in dem sie lebte, war aus Geschichten gebaut, die ihre Großmutter die Königin erzählte. Begleite die Papierprinzessin auf ihre abenteuerliche Reise, bei der sie selbst und Amelia May, die Erzählerin ihrer Geschichte, zu Heldinnen werden, die mit der Macht der Worte alles zu verändern vermögen. Vom Schreiben, vom Lesen und von der Fantasie beflügelt, wird dieses Buch deine Sichtweise auf Geschichten verändern, wird dich selbst an fast vergessene Geschichten erinnern, wie eine Blüte im Zeitraffer zu einer neuen Heranreifen. Ja, ich finde, das klingt sehr, sehr bezaubernd. Ich habe schon einige Werke von Fabienne Siegmund gelesen. Sie schreibt immer sehr, sehr blumig, sehr bildhaft mit vielen Metaphern und eben sehr, sehr poetisch und philosophisch. Das wird also hier wahrscheinlich auch wieder der Fall sein. Sehr, sehr inhaltsschwanger mit sehr vielen Botschaften, wo man dann ja so die ganzen Symbole und Metaphern dann selbst entschlüsseln darf. Ja, die meisten von ihr fand ich ganz, ganz bezaubernd, haben mir sehr gut gefallen. Deswegen hoffe ich auch, dass die Papierprinzessin mir sehr gut gefallen wird. Ein Buch fand ich ein bisschen drüber, das hat mir dann nicht so gut gefallen. Da war mir das irgendwie zu kitschig. Ich hoffe, dass es hier jetzt nicht der Fall ist. Es ist halt auch auf zwei verschiedenen Ebenen geschrieben. Wahrscheinlich einmal, wie hier schon gesagt wurde, Amelia May, die Erzählerin dieser Geschichte, auftreten wird. Genauso wie ja, wahrscheinlich die Protagonistin ihrer Geschichte, die Papierprinzessin, auftritt. Ich habe schon gesehen, dass es in zwei verschiedenen Farben abgedruckt ist. Einmal in Blau und in Schwarz. Und es gibt auch Illustrationen, die auch besonders sind. Und in bestimmten Kästchen gibt es immer wieder Zitate von Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die auf die Frage antworten, was Geschichten für sie bedeuten. Und ja, das Ganze wird das wahrscheinlich noch abrunden. Ich habe schon mal reingelesen und fand es auch wirklich sehr schön. Man muss sich da aber ein bisschen für Zeit nehmen, finde ich, und auch in Stimmung für so poetische Sprache sein. Bei so einem Werk könnte ich es mir wieder gut vorstellen, das laut zu lesen. Das mache ich ja manchmal ganz gerne, besonders wenn die Sprache sehr, sehr schön ist und um Geschichten noch intensiver wahrzunehmen. Und ich lese einfach sehr, sehr gerne vor und manchmal lese ich mir dann einfach selbst vor. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt gehen wir ein bisschen wieder mehr in die klassische High Fantasy mit Das dunkle Wort von Sylvia Englert aus dem Knauer Verlag. Und so wie ich das verstanden habe, ist das sogar ein Einzelband, was man sich bei High Fantasy und in dieser Dünne gar nicht vorstellen kann. Aber es wurde da schon ja, in einigen Rezensionen sehr von geschwärmt und deswegen freue ich mich darauf. Ich hatte das in einer Mängelexemplarkiste entdeckt und deswegen ja, mir sofort zugelegt. Und da werde ich euch natürlich auch gerne einmal den Klappentext vorlesen. Er war der größte Magier seiner Generation, bis er sich zu tief in die Dunkelheit wagte. Wie weit wird er nun gehen, um seine Heimat zu retten?
Das Orchideenreich Skaida schwebt in höchster Gefahr. An seiner nördlichen Grenze ist ein Heer aufmarschiert, das von unheimlichen Glasklingenkriegern begleitet wird, während gleichzeitig ein seltsamer Zauber von der Hauptstadt ausgehend immer weitere Teile des Landes zu Kristall erstarren lässt. Nur ein Mann kann jetzt noch helfen, und so schickt Idassa, oberste Magierin und Beraterin des Königs, einen verzweifelten Hilferuf an ihren ehemaligen Mentor Terwin. Doch der hat sich geschworen, nie wieder Magie einzusetzen, seit er nicht wieder gutzumachende Schuld auf sich geladen hat. Ja, klingt nach einer Magiergeschichte, aber auch so ein bisschen nach Kriegsgeschichte. Mal gucken, wie sehr das im Mittelpunkt steht. Also es muss hier ziemlich schnell auf den Punkt kommen, aber ich bin gespannt. Und ja, diese Kristallkrieger und ob es tatsächlich auch irgendwas mit einem Drachen zu tun hat, was hier das Symbol vorne drauf damit zu tun hat und das dunkle Wort, ob das vielleicht ein bestimmter Zauberspruch ist, das dunkle Wort oder etwas anderes. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich ein guter Fantasy-Einzelband ist. Da fragen ja viele nach. Manche sind ja sehr von rein ein bisschen ja, gestört oder genervt. Ich kann das sehr gut verstehen, besonders wenn man auf die Fortsetzung lange warten muss und oder wenn man halt einfach mal für zwischendurch mal was Schönes, Fantasy-lastiges lesen möchte und nicht gleich jetzt so eine Mega-Reihe aus 5 bis 10 Bänden. Ja, dafür ist das okay. Ich finde beides schön. Ich finde, es sollte schöne, abgerundete Einzelbände geben, aber auch eben tolle Reihen, wo man die Figuren lange, lange Zeit begleitet und die Welt sich auch richtig entwickeln kann. Finde ich beides cool. Und deswegen komme ich jetzt zu einer Autorin, die sich so eine große Welt geschaffen hat mit vielen, vielen Bänden. Und das ist auch eine Autorin, die man eigentlich als High-Fantasy-Fan eigentlich mal gelesen haben muss. Sie steht auch schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Und jetzt wurden die Bände irgendwann neu aufgelegt. Und da habe ich ein Leseexemplar von der Arbeit mitgegeben bekommen, beziehungsweise haben wir zugeschickt bekommen. Und zwar ist das Die Gabe der Könige oder auch die Weitseher-Reihe ist das von Robin Hobb. Es ist so optisch schon ein bisschen angelehnt an Game of Thrones, weil das ja so diesen High-Fantasy-Hype halt ein bisschen hochgepusht hat, haben sie oft immer so ein bisschen diese ähnlichen Cover aufbereitet. Ja, ich finde es jetzt nicht hässlich, ich finde es nur immer schöner, wenn es sich so ein bisschen abhebt durch irgendwas Besonderes. Aber die Geschichte dahinter soll einfach toll sein. Es schwärmen so viele davon, unter anderem die liebe Carina Zacharias, die auch einen eigenen BookTube-Kanal hat. Ich glaube, Robin Hobb ist einer ihrer liebsten Autorinnen und ich möchte unbedingt herausfinden, was dahinter steckt. Und ja, das ist, wie gesagt, besteht dieser Zyklus aus mehreren Reihen und das ist sozusagen, damit fängt man an. Ja, ich werde mich dann damit befassen, wenn ich dann einsteige. Mal sehen, wann das der Fall ist. Hinten drauf steht jetzt nicht so viel, weil das ein Leseexemplar ist. Deswegen werde ich euch einmal die Klappe vorlesen. Fitz ist ein Bastard, der Sohn eines Prinzen und eines Bauernmädchens. Doch schon in jungen Jahren nimmt ihn der König in seine Dienste. Noch ahnt Fitz nicht, was er für seine Treue aufgeben muss. Seine Ehre, seine Liebe, sogar sein Leben. Denn die Intrigen bei Hofe sind mannigfaltig und Fitz kann seinen Augen nicht vor dem drohenden Unheil verschließen, das dem Reich droht. Doch da befiehlt ihm der König, genau das zu tun. Fitz muss sich entscheiden, wird er gehorchen oder seinen eigenen Gewissen folgen? Ja. Das sagt vieles und nichts. Also es scheint hier auch so ein bisschen um Intrigen am Hofe zu gehen, was vielleicht so die Parallele zu Game of Thrones ist. Und wir begleiten Fitz hier wohl auch sehr, sehr viele Jahre seines Lebens, jetzt nicht nur in diesem Band, sondern auch in anderen. Und was ich so herausgehört habe, dass er irgendwann dass er gut mit Tieren kann. Ich weiß nicht, ob das eine magische Fähigkeit ist oder ob das einfach Einfühlungsvermögen ist. Jedenfalls bekommt er, glaube ich, einen Hund als Gefährten und mit dem versteht er sich wohl sehr gut. Also es geht auch so ein bisschen um diese Freundschaft und ja, ich bin gespannt. Die Figuren sollen hier sehr gut ausgearbeitet sein, wie das Magiesystem ist. Hier steht ja nun eigentlich auch nicht so viel von der Magie.
Vielleicht habe ich deswegen auch noch nicht so richtig dazu gegriffen, weil mir hier irgendwie so der Funke Magie fehlte. Aber dadurch, dass die Autorin so sehr gehypt wird, ich möchte das unbedingt ausprobiert. Hier wird sehr viel von geschwärmt. Und ja, da hat sich auch die liebe Julia vom Leseritter schon mal angeboten, dass wir das gerne mal zusammen lesen wollen, weil ich glaube, sie hatte das auch noch nicht gelesen. Ja, und apropos Julia, sie hatte mir ein Buch mal wieder zugeschickt. Ich glaube, das war einfach nicht so ihrs. Ich weiß gar nicht, ob sie es abgebrochen hat oder ob sie den ersten Teil gelesen hat und ihr der einfach nicht gefallen hat und sie die Reihe nicht verfolgen wollte. Und zwar ist es mal wieder eine Drachenreihe. Wir haben hier Flammenwüste von Akram El Bahai aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Und das ist eine Drachenreihe, die so ein bisschen in diesem orientalischen Setting eingebettet ist, was ich sehr, sehr spannend finde. Es ist eine, ja, es wird hier als spannendes Fantasy-Epos in der Tradition der großen Meister beschrieben. Aber ich finde, es klingt eigentlich gar nicht so klassisch, weil es eben in diesem orientalischen Setting steht. Die Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer durch das Wüstenreich Nabidscha. Ein Drache soll Karawansereien und Dörfer niederbrennen. Dabei glaubt kaum noch jemand an die Existenz dieser Wesen. Dem Märchenerzähler Anur bescheren die Gerüchte ein großes Publikum. Aber auch er hält die alten Geschichten über feuerspeiende Ungeheuer nur für ein Märchen. Bis er auf Drachenjagd geschickt wird und in der tiefen Wüste auf ein uraltes Wesen trifft, so schwarz wie die Nacht selbst. Ja, ein Fantasy-Epos über vergessene Drachen, verlorene Magie und lebendige Märchen. Und ich finde, das ist eine richtig tolle Mischung, dieses Drachenthema, was ich so sehr liebe, einfach nochmal in ein anderes Setting gesetzt. Ich liebe ja auch Erzählungen und Märchen und überhaupt das Thema Erzählen von Märchen und dann hier einen Protagonist zu haben, der diesen Beruf ausübt und ja, sich damit seinen Lebensunterhalt verdient, Märchen zu erzählen. Und er dann noch auf Drachenjagd geht. Ich bin sehr gespannt, wie hier die Drachen dargestellt werden. Ob das einfach nur die ja, gefährlichen Schlechter sind oder ob das tatsächlich hier auch intelligente Wesen sind. Darauf hoffe ich ja immer sehr, dass die ein bisschen vielschichtiger dargestellt werden als einfach nur irgendwelche feuerspeienden Monster. Aber es kommt ja schon sehr geheimnisvoll rüber und auch dieses orientalische Setting, die Wüste. Ich glaube, es gibt 3 oder 4 Bände. Und ja, das ist eben der erste. Und ich kann mir das gut vorstellen, auch im Sommer zu lesen, weil es eben dieses Wüstensetting hat. So, jetzt verlassen wir nochmal die High Fantasy und gehen wieder so ein bisschen in Richtung, ja, ist es Urban Fantasy? Ist es so eine Mischung? Vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Tintenherz. Und zwar ist das Hüter der Worte von Diana Menschik aus dem Knauer Verlag. Ich glaube, das Buch gibt es nur noch gebraucht zu erstehen. Ich weiß es nicht so ganz genau. Also jedenfalls schon ein bisschen älter. Und ja, hier geht es um einen jungen Autor namens Tom. Eine gefährliche Welt, ein dunkles Geheimnis und ein Held wider Willen. Der junge Autor Tom Schäfer steht unter Druck. Nach dem großen Erfolg seines ersten Buches über den Fantasy-Helden Larion warten Verlag und Leser auf die Fortsetzung. Und ausgerechnet jetzt leidet er unter einer Schreibblockade. Doch dann findet er sich eines Tages plötzlich in seiner Buchwelt wieder. Im ersten Moment ist Tom geschockt. Doch auf den zweiten Blick gefällt ihm der Gedanke hervorragend. Das könnte die Lösung seiner Probleme sein. Aber Tom hat die Rechnung ohne Larion gemacht. Der ist von Toms Auftauchen nämlich alles andere als begeistert, wird seine Heimat doch von einer Gefahr bedroht, die Larions ganze Aufmerksamkeit fordert. Ja, ich finde die Idee ganz niedlich. Die Idee ist nicht besonders neu, dass Protagonisten in die Bücherwelt springen. Aber ich finde es halt interessant, dass der Autor in seine eigene Bücherwelt springt und sich ja, das alles ganz lustig findet und ganz toll findet, da jetzt zu recherchieren und zu überlegen, wie seine Welt jetzt weitergehen kann. Und für Larian ist das einfach bitterer Ernst, seine Welt, und er ist vielleicht einfach nur genervt. Dadurch kann vielleicht auch ein bisschen Komik entstehen. Ich weiß es nicht, klingt vielleicht so ein bisschen so. Und ja, Diana Menschik habe ich schon mal was von ihr gelesen und das hat mir sehr gut gefallen. Ist auch mal eine deutsche Autorin. Es ist auch ein Buch, was mit am längsten auf meinem Sub liegt. Also ich glaube, das sind schon mehrere Jahre. Ja,
Frag mich nicht, es gibt immer viele und keine Gründe, warum man das jetzt noch nicht gelesen hat. Es kommen halt immer wieder neue Bücher dazu und ja, so ist das eben. Ihr kennt es sicherlich, aber ich habe da richtig Lust drauf und ich kann mir das richtig gut vorstellen, was jetzt die Gefahr ist und ob diese Gefahr vielleicht auch symbolisch irgendwie für die Schreibblockade steht, was ich irgendwie interessant finde. Ich finde es ja immer schön, wenn Bücher auch von dieser Buchwelt handeln und ich liebe Protagonisten, die auch Schriftsteller sind, finde ich einfach irgendwie immer schön. So, eine nächste Reihe, die ja man als Fantasy-Leser oder auch als Horror-Leser irgendwie mal gelesen haben muss und mir immer wieder ans Herz gelegt wird. Und jetzt habe ich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und zwar ist das die Der Dunkle Turm-Reihe von Stephen King. Das ist hier der erste Band schwarz von, ich glaube, von 7 Bänden. Und dann gibt es noch Zusatzbände. Ja, und das ist ja das Baby von Stephen King. Er sagt ja mal, das ist sein großes Werk, sein liebstes Werk. Und lustigerweise ist das, obwohl er ja der King of Horror immer genannt wird, ist das Fantasy. Düstere Fantasy schon, aber Fantasy. Und ja, eine Freundin von mir, die schwärmte einfach von und liest die immer wieder. Und es gibt ja auch viele, die auf BookTube sehr davon schwärmen. Es gibt aber auch viele, die damit angefangen haben und den ersten Band sehr schwierig fanden und dass man erst über den ersten und zweiten Band hinauskommen muss, bis man so richtig in der Welt gefangen ist. Ich werde es einfach ausprobieren und werde vielleicht dann auf jeden Fall, selbst wenn mir der erste jetzt nicht so richtig zusagt, vielleicht das dann noch mit dem zweiten dann danach auf jeden Fall versuchen. Vielleicht gefällt mir der ja total gut, außer jetzt, ich finde den ganz grauenvoll, den werde ich mich natürlich nicht quälen und weiterlesen. Aber ich finde, es ist auch nicht so ein mega dicker King. Es hat also 300 Seiten, also das kann man auf jeden Fall, das ist ja jetzt auch kein S mit 1500 Seiten, das ist mal in Ordnung. Ich bin super gespannt auf diese Welt, weil in seinen anderen Werken werden ja immer wieder Parallelen bzw. Anspielungen auf dieses Werk gebracht und sowas liebe ich ja, diese Easter Eggs und um die verstehen zu können, diese Anspielungen, will ich diese Reihe auf jeden Fall am liebsten lieben. Und lesen, um ja, mich ein bisschen weiterzubilden im King-Universum, aber auch im Fantasy-Universum. Auf der Suche nach dem dunklen Turm durchstreift Roland, der letzte Revolvermann, eine sterbende Welt, wo in endlosen Wüsten und Ruinenstädten Dämonen, Sukubi, Vampire und Geistermutanten hausen. Unbeirrt folgt er den Spuren des Mannes in Schwarz. Er ist der Schlüssel zu den Mysterien des dunklen Turms, der am Anfang der Zeit steht. Ja, hier steht auch nochmal, der dunkle Turm ist das wichtigste Werk meines Lebens. Ein Zitat von Stephen King. Ja, es klingt alles sehr düster und mysteriös, also wahrscheinlich wirklich eine gute Mischung aus Horror und Fantasy. Ja, mehr weiß ich nicht, aber mehr will ich mich, ich will mich auch total reinfallen lassen. Ich habe von Stephen King ja schon, ich weiß nicht, 7, 8 Bücher gelesen. Ich weiß, wie seine Schreibweise ist. Also von daher weiß ich ungefähr, auf was ich mich da einlasse. Und mir hat es immer gut gefallen, wie er seine Figuren toll ausarbeitet. Und ich bin gespannt auf Roland, wie, ja, wie ich ihn kennenlernen werde und ob er mir ja, sympathisch ist oder nicht und was die Geschichte für mich parat hält, dieses, ja, diese monumentale Reihe, die ja auch immer dicker wird. Also ich glaube, der erste Band ist auch der dünnste. Ja, ich bin gespannt. Erzählt mir mal, ob ihr auch damit angefangen habt und ob ihr bestätigen könnt, dass man bei dem ersten ein bisschen Geduld aufbringen muss. Ich weiß auch gar nicht, was genau daran, warum der erste Band jetzt noch nicht so gut ist, ob der einfach nicht so spannend ist, ob das nur einfach eine lange Einleitung ist. Ich weiß gar nicht, was da jetzt das Problem bei ist. Also ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das bestätigen würdet, oder ob ihr sagen würdet, nee, beim ersten kann man auch schon richtig gut mitfiebern. So, und jetzt haben wir als letztes noch eine Trilogie. Und zwar ist das die Grischer-Reihe von Leigh Bardugo in diesem wunderschönen Schuba. Ja, finde ich einfach extrem toll. Und ich ziehe natürlich auch nochmal die Bücher raus, um sie euch einzeln zu zeigen. So, wo haben wir da den ersten Band? Goldene Flammen
ist der erste Band. Hier haben wir so einen Hirsch vorne drauf. Und das ist ja, ja eher eine Jugendbuchreihe, aber High Fantasy, die so ein bisschen im russischen Bereich angesiedelt ist, finde ich total spannend. Besonders wenn das auch so ein bisschen eisig ist, mag ich die Atmosphäre meistens sehr. Auch das Magiesystem soll hier gut sein. Es soll aber doch noch eindeutig Jugendbuch sein. Viele lieben ja noch mehr ihre Krähenreihe, dass diese Reihe die spielt im selben Universum, auch in diesem Grisha-Universum, aber eher so im holländischen Bereich, glaube ich, eher so im niederländischen Bereich. Und man soll aber lieber mit dieser Reihe beginnen. Und ich glaube, wenn die Qualität von der Krähenreihe auch so viel besser ist, dann ist es doch auch viel schöner, wenn man hiermit beginnt und sich dann immer mehr steigern kann. Und weil man die Magie auch dann viel besser verstehen soll, soll man lieber mit diesem anfangen. Ich bin eh ein großer Fan davon, in der Reihenfolge zu lesen und möchte dann mit diesen anfangen. Und weil die Krähen-Dilogie ja auch so ein bisschen komplexer sein soll, ist es vielleicht auch ein schönerer Einstieg, auch wenn das jetzt viele jetzt nicht so gut finden wie die Krähenreihe, obwohl die das gesagt haben, meistens auch mit der Krähenreihe angefangen haben und dann erst das gelesen haben. Und es gibt auch einfach viele, die diese Grischer-Reihe sehr mögen. Ja, viel Gebrabbel um nix. Ich lese euch hier auch den Klappentext vor. Alina ist eine einfache Kartografin in der ersten Armee des Zaren von Ravka. Jemand, der entbehrlich ist. Ganz anders als ihr Kindheitsfreund Malien. Der erfolgreiche Fährtenleser und Frauenschwarm. Doch als Alina Melba einen Überfall auf unerklärliche Weise das Leben rettet, ändert sich alles für sie. Denn sie findet heraus, dass sie eine Grischa ist, die über große Macht verfügt. Alina wird ins Trainingslager der Grischa versetzt, der magischen und militärischen Elite Ravskas. Dort findet sie einen ganz besonderen Mentor, den ältesten und mächtigsten der Grischa, der nur der Dunkle genannt wird und der schon bald ganz eigene Pläne mit Alina verfolgt. Ja, ich finde das immer schön, wenn Protagonisten Magie in sich entdecken und dann irgendwo in eine Schule oder in einen Orden oder hier eben in ein Trainingslager geschickt werden, wo sie mehr über ihre Magie erfahren und sie ja, das trainieren können und ausgebildet werden. Das liebe ich eigentlich immer an Fantasy-Geschichten, auch wenn das immer ja, ziemlich oft vorkommt. Wenn das gut gemacht ist, finde ich das richtig toll, weil man da dann auch mehr über dieses Magiesystem erfährt. Ich denke, dass es hier auch ein bisschen eine Liebesgeschichte geben wird. Das ist ja meistens bei Jugendfantasy, ob jetzt dieser Dunkle, wie er hier genannt wird, der ein gefährlich mysteriöser Typ ist, eventuell der Love Interest ist. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr im Vordergrund ist, aber wenn ich darauf vorbereitet bin, dann überrascht es mich jedenfalls nicht zu sehr. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz Band 2 und 3. Die sehen so aus. Ja, ich finde wirklich, wirklich hübsch. Die gebundenen Ausgaben, diese weißen, die waren ja lange Zeit sehr, sehr beliebt. Finde ich auch hübsch, aber ich muss da jetzt nicht Unmengen von Geld ausgeben, die dann irgendwo gebraucht zu holen. Ja. Und das war es auch schon. Jetzt bin ich schon dabei, das hier irgendwie wieder reinzuprummeln. Ich glaube, das mache ich lieber nach dem Video. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ich auf jeden Fall demnächst lesen muss, wo ich gar nicht mehr so viel Zeit verstreichen lassen darf, weil ja, die dürfen doch hier nicht so lange ungelesen bei mir rumliegen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, was bei euch noch an Fantasy-Büchern ungelesen rumliegt und was ihr unbedingt in der nächsten Zeit lesen wollen würdet und vom Sub befreien möchtet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde vielleicht auch noch mal meine Horror- und Grusellektüre von meinem Sub in einem Video zeigen, wenn ihr das möchtet. Oder wenn ich, ja, egal ob ihr es möchtet, ich mache es einfach. Ich glaube, da habe ich auf jeden Fall noch Lust drauf. Und eventuell noch den Rest, was nicht so richtig in ein Genre zu packen ist. Das werde ich noch überlegen, ob ich das mache oder ob ich das lasse. Ja, aber mir gefällt das Format, weil man da nochmal so richtig sich mit seinem Sub beschäftigt, was da drauf liegt, was für tolle Geschichten damit einhergehen und diese Bücher nochmal in die Hand zu nehmen und sich dann nochmal so richtig Lust und Motivation zu machen, diese Bücher zu lesen. Ja, das war's. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.